Und damit gehen wir jetzt weiter. Und es ist ja schon 15:30, viel Zeit ist ja nicht mehr. Nee. Jetzt hast du mich erwischt. Jetzt hast du mich erwischt. Jetzt hast du mich erwischt. Ja, sie hat es geschafft. Also, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt war ich so dermaßen gespielt. Und vor allem, weil ich gerade die Leiter runter bin, habe ich gedacht, jetzt ist wirklich ein Zombie da. Und war der... Oh. Yippie-yay-yay. Durchatmen, ganz tief durchatmen. Aber das ist doch genau das, was ihr wollt, ne? Ihr wollt uns so dermaßen, wir können fast sagen, massakrieren. Also mein Herz schlägt gerade nicht hier, das schlägt hier oben. Das ist nämlich direkt durch die Decke durch. Alter. Sie atmet immer noch schwer. Ich bin also schon so schräghaft. Ich dachte, was kommt da jetzt abgelaufen? Ich habe jetzt noch gedacht, was ist das für ein Vieh? Oh. Ja, Alexa, das war ja eigentlich immer so ein Wunsch von dir. Du hast dir gewünscht, etwas zu haben, mit das man einen erschrecken kann. Und da habe ich da extra was gesucht. Wo bist du denn hingelaufen? Einfach nur weg vom Schrei. Ich wollte einfach nur weg vom Schrei. Nee, ich glaube, das Flugzeug finden wir nicht. Nee, das finden wir auch nicht. Vielleicht das nächste Mal einstellen. Dass wir es sehen. Nee, man muss direkt hin. Man darf nee, das Haus weit, direkt weitermachen müssen. Also hatte ich es ja beim YouTube, da war, hatte ich auch Kinder eingestellt. Da bin ich dann direkt hin. In dem Flugzeug sofort hinterher. Du bist... Irgendwo hinter dir, versucht ja nach. Ja, du läufst irgendwie den gleichen Weg, du bist mir daher gerannt. Ja, ich bin einfach daher gerannt. Du kommst nicht aus der Richtung, aus der ich gerade durchkomme. Wir können ja hier nochmal auf dem Feld gucken, wo wir Vogelnester finden. Ja, machen wir das. Ich hoffe mal, die schreien nicht so. Doch. Ach, Alexa, ich werde die Nacht noch davon träumen wahrscheinlich. Was hast du jetzt davon, Alexa? Sie träumt von dir. Ich könnte schlimmere Träume haben. Ich fäll noch einen Baum, ich brauche noch Holz. Ja, dann fäll den Baum. Ich suche, ja. Und dann könnten wir uns, wenn wir Richtung Dings gehen, noch... Da läuft ein Huhn. Ja, da läuft ein Huhn, gut. Ach so, okay, jetzt darfst du schon wegrennen. Ja, ich hatte das Huhn dort hinten, rennt's. Nochmal um diesen Kanister dort kümmern. Den Tank. Ja, der riesige Tank. Deswegen hab ich geguckt, ob wir einen Vorschlag haben. Haben wir. Vielleicht kriege ich... Oh, hier. Hier haben wir was. Ah, Federn, kein Ei. Zerkloppen, kriegen wir noch ein paar mehr Federn. Das klingt lustig. Ich wollte jetzt sagen, Zombie hier vorne. Aber das warst du. Also ich esse nebenbei Schokolade. Auf den Schreck brauche ich jetzt Zucker. Für Albträume übernimmst du also keine Haftung. Und das hier. Nitrat, eine Nitratader. Brauchen wir so viel Nitrat? Nee, ne? Ich weiß nicht, wie viel man für so einen Kübel braucht. Achso, eine Wasserquelle brauche ich dann mal noch. Warum von kleinen Flammen? Ja, von auf mich klein, zurück. Kleinen Flammen klingt ja wie so, als wäre es ein... Und dann gibt es noch zweiten Flammen, zweite Flammen. So klingt für mich jetzt kleinen Flammen. Hm. Aber es wird immer die kleine bleiben, ne? Ja, das ist... Ein Ei. Ich habe ein Ei gefunden. Maismehl können wir dann noch bearbeiten, so Maisbrot. Das kostet zwar Wasser, aber wir haben mehr als genug trübes Wasser und ich hol dann noch was. Da können wir dann noch Maisbrot herstellen. Braucht man dazu speziell Rezept oder sowas? Also hier vorne läuft jetzt wirklich ein Zombie, okay. Nö. Du bist hier in der Richtung unterwegs. Dann wollen wir nicht zu weit auseinanderlaufen. Also ich sehe ne, ich weiß nicht, ob er mich hört. Anscheinend hört er mich. Ah, ist er unter dem Baum? Ich komme in deine Richtung. Da kommt er angewackelt. Du kannst mich mal. Siehst du ne? Okay, du siehst ne. Ich hab nur von dir abgelenkt. Er ist weg. Gut. Dann komme ich von der Seite. Großer Baum, den nehme ich. Hier ist ein Baumstamm.
Vom stumpfen Stamm. Den nehmen wir weg. Ja, also ich bin jetzt auch nicht sonderlich schwach auf dem Rippen. Ich beruhige mich auch ganz gerne. Oh, da war wirklich Honig drin. Ah, schön. Da haben wir Antibiotikum und Honig. Und du hast noch Kaffee dort unten drin. Ja, was bringt Kaffee? Ausdauer. Ach so. Ich habe ja, man bekommt auch so einige Tipps. Ich esse noch ein Stück Schokolade. Oh, mein Herz geht immer noch. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Da krabbelt ein Zombie und hier ist ein Huhn. Vogel! Hinter dir! Oh, sehr gut, sehr gut. Die Warnung kam gerade rechtzeitig. Er hat mich nicht erwischt. Ich hab den so noch an mir vorbeifliegen sehen. Straff auf dich zu. So. Vorne ist er. Kann man doch ein Speer oder sowas, ne? Steinspeer. Fertigen. Hab ich noch genügend Zeit? Den Steinspeer legen wir mal. Nicht raus! Mann! Den legen wir einfach erstmal vor uns hin, vielleicht kriegt er dagegen. Ey, hier will ich ihn hinlegen. So. Ich triff's Gras. Aber den anscheinend auch. Ich hab ihn erwischt. Ohne dass er mich erwischt hat. Ist ja mal ein Vorteil. Nicht Vorteil, Fortschritt. So, du bist, denke ich mal, noch irgendwo in der Nähe. Dort hinten bist du. Du willst ja noch Holz haben. Ja, dass ich das Haus noch weiter befestigen kann, dann unser Dach. Mit einem lauten Knall statt Schrei. Ich glaube, das macht es nicht besser. Nee, weil der Knall ist auch ordentlich. Vor allem, wenn er so ganz spontan plötzlich kommt. Spontan plötzlich. Der Steinspeer ist auch nicht schlecht. Ja. Da hast du ihn ein bisschen auf Abstand. Vielleicht probiere ich das mal aus. Das hatte ich mir gedacht, weil das habe ich nämlich auch gesehen. Stell ich mir nachher mal her. So, jetzt könnten wir ja langsam mal zurückgehen, dass wir uns noch um den Tank kümmern können. Und ich brauche noch eine Wasserquelle. Mann! Sorry. Du kleines Piep! So, hier vorne, auf dem gerade hin ist... Ich habe mich selbst ausgepiepst. Ja. Es ist aber geschrieben. Und gelöscht wird es nicht. Nee. Weil ich glaube, selber löschen geht nicht. Weiß es nicht. Ach, ist auch egal, muss man nicht löschen. Jetzt gehen wir zurück zur Basis erstmal. Genau, aber ich halte zwischendurch beim Wasser an. Wie gesagt, dass ich noch 21 Gläser aber auffüllen geh nicht kann. Zu weit nach links, weil da ist wieder dieses Minendings, ne? Ja, ich gehe hier rechts dran vorbei. Und dann ist hier vorne die Straße und gerade hin ist eine Wasserquelle. Mhm. Oh, hier drüben den Turm können wir uns ja am nächsten Tag mal angucken. Was können wir machen, dass wir mal in die Richtung gehen. So, jetzt nehmen wir erstmal hier die Axt. Weil das Haus hat man ja auch schon. Das bringt wahrscheinlich nur Kunststoff. Hier brauchen wir jetzt nichts von. Das wird... Oh, hier haben wir noch ein Nest. Das haben wir völlig übersehen. Ich weiß nicht, tauchen die dann auch immer wieder auf? Ich glaube, die respawnen genauso. Hinter dir der Vogel! Hinter dir ein okay. Vogel! Okay, ja, ich hab... Ich wusste, dass irgendwas war, aber ich wusste nicht was. Deswegen bin ich erstmal gerannt. Ich habe mir nämlich gedacht, Rennen ist diesmal die beste Lösung. Ja. Um erstmal schnell wegzukommen. Mist, Mist. Noch so ein Vogel. Die sind aber heute, na gut, ich glaube besser als Hunde. Das stimmt, die Vögel sind mal lieber was besser als Hunde. Sind mal lieber besser als Hunde. So, okay. Du bist schon beim Haus wieder zurück? Nee, ich habe Wasser geholt. Ich bin hier vorne. Ach, da bist du. Gut. Nicht, dass man wieder, da noch nicht, dass man sich wieder zu weit trennt und dann gehst du wieder drauf oder so. Oder ich gehe drauf. Mit dem Messer 3 Holz bekommen wir nicht schlecht. So, ich nehme mal den Vorschlaghammer. Ja, mach das mal und ich... Meine Ausdauer ist reduziert. Ach, wegen Essen. Okay. Ich guck mal hier noch. So. Hier noch die Bohnen nehmen wir mal. Das Sandwich, völlig Gesundheit, ist nicht schlimm.
Da könntest du Durchfall von kriegen, aber nur 12%. Habe ich aber anscheinend nicht. So, dann nehmen wir mal den Vorschlaghammer. Hier, ich esse auch mal noch was. Kaffee bringt auch Wasser. Aber das brauche ich gerade nicht. Jetzt legen wir das hin. Vorschlaghammer legen wir hier rein. Das Wasser legen wir auch hier rein, weil ich brauche jetzt kein Wasser unten in der Leiste. So, ich versuche mal mein Glück. Mach das. Das Ding dauert ewig. Das hier unten drunter macht keinen Sinn wegzuhauen. Nee. Aber auf jeden Fall zerschlage ich es schneller. Aber nicht genügend Ausdauer. Ja, die Ausdauer ist dann... Das Ding hängt wirklich so in der Luft, das ist ein Mist. Ja, das hängt dann... Hängt dann halt einfach so. Wisst ihr, kommen die über das orange Ding hoch? Das kann auch sein, wenn die dann darauf kommen, dass sie dann... irgendwie hochkommen. Wir wollen halt verhindern, dass die dann doch hochklettern. In der einen Nacht. So, haben wir das schon mal weg. 1789. Ja, es nimmt schon ein bisschen was, aber ich brauche halt viel Ausdauer. Mhm. Mal kurz vorne der Ausdauer, damit ich nicht ständig bis Einzelschläge mache. Meine Ausdauer so reduziert wegen Essen wahrscheinlich, ne? Ja, weil du Hunger hast. Und beim Durst regeneriert sie sich nicht so schnell. Ach so war das. Okay, die Regeneration ist also da. Jetzt habe ich aber gerade nichts zu essen mehr hier, ne? Ich könnte rohes Ei essen. Aber gekocht bringt's mehr. Machen wir noch schnell ein Stück weiter. Und das Ding ist viermal jetzt so zu hauen. Ja. Das ist ordentlich. Mach dann, mach mal das orange Ding oben und wir werden ja dann in der Nacht sehen, falls einer kommt, ob die dann trotzdem hochkommen. Ey, falsch nicht Kleidung, Nahrung. Ich will hier nochmal gucken. Wir haben hier nämlich noch Fleisch drin liegen. Eier haben wir hier drin liegen. Kartoffeln haben wir hier drin liegen. Und das Maismehl. Noch ein Stück hoch. Ja. Das Maismehl. Dafür brauchst du Wasser, aber wir haben ja mehr als genug trübes Wasser. Wasser habe ich auch noch ein bisschen was hier. Jetzt gehen wir mal hier ja mal sehen. Ich kann Speck mit Eiern herstellen. Da Maisbrot oben drüber. Speck mit Eiern. Ist Maisbrot besser als Speck mit Eiern? Kann man das irgendwo sehen? Nee, also Maisbrot ist, bringt jetzt nicht allzu viel, aber ist ein Anfang. So, ich stelle jetzt zweimal Speck mit Eiern her. Maisbrot. 7 Stück. Ich mach mal 7 Maisbrote. Mhm. Mach dann noch gegrillte Kartoffeln, 5 Stück. Mhm. Und dann gleich nochmal 3-mal gegrilltes Fleisch. So. Das einmal Speck mit Eiern. Oh, bringt 36 Nahrung. Ich habe einmal Speck mit Eiern direkt mal gegessen. Dann habe ich jetzt hoffentlich ausdauertechnisch das bessere Aussicht. Ausdauer auf 116 gestiegen. Ja, jetzt sieht das doch alles mal ein kleines bisschen besser aus. Dann müssen wir mal der erste 1000 wegkriegen, weil noch ist ja nicht dunkel. Da kann ich noch ein bisschen... An das Ding, komme ich an das Ding da oben ran? Hast du da schon mal drauf eingeschlagen? Kann sein. Aber da musst du schon einiges drauf eingeschlagen haben. Oder die haben das angegriffen. Also ich habe die Dachschräge mal weggenommen, das kleine Ding. Ja, also die unterste Reihe ist jetzt komplett erstmal mit Pflasterstein zugemacht. Mhm. Wir bauen uns unser Häuschen ein. Der erste 1000 ist weg. Also ich habe das Ganze mal beim Gronkh beobachtet, der spielt ja auch diese 7 Days to Die gerade eben. Zumindest auf YouTube und der hat die Angewohnheit, mit dem Vorschlaghammer alles zuzuhauen. Auch Zementsäcke und Pflastersteinsäcke oder wie man die Dinger nennt, Würfel. Und kriegt dadurch natürlich viel weniger Material. Aber das ist dann halt auch so dieses Phänomen, wenn man vorproduziert und Tipps dann kommen, kann man die Tipps natürlich noch nicht umsetzen. Ach, das meinst du mit mehreren Teilen? Jetzt sehe ich's, weil ich bin hier bei 9513. Ja. Ah, 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich dann. Würde ich vermuten, 4. Das ist keine 5. Hier bin ich bei 7, 5. 8, 1. Ich kenne auch Ausdauer. 9, 3 und hier ganz drüben.
Weil die schon das Ding angegriffen haben wahrscheinlich. Kann sein, ja. Dann lasse ich das einfach mal. Vielleicht greifen die das weiter an. Mhm. Zerstörung. Und er hat so eine geile Stimme. Flieht vor dem Gott der Zerstörung. Nein, wir sind da lang gelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.